Hallöle und herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu Mr. Prepper. In der letzten Folge waren wir ja die Oma im Wald aufsuchen. Die haben wir auch gefunden in der dritten Waldebene. Und jetzt könnten wir ja hier den Hebel einsetzen. Also ich muss in diesem Dings hier bleiben, in dem Fenster. Währenddessen der das repariert. So. Was kommt jetzt? Ein Hebel und ein Metall. Helle Scheiße. Ach so. Da kann man jetzt, wenn man das hier so auswählt, bis Level 5 geht das. What? Okay, das ist krass. Und immer schön hier auch die Bären mit aufsammeln. Das ist wichtig. Na komm, lauf. Komm ein bisschen schneller. Zu Hause, einmal wieder. Weil ihr seht ja, ne? Geht langsam runter. Das ist das, was die meinten hier mit Blumeneffekt. Und ein Nickerchen machen. Es geht gleich wieder die lustige Musik an. Gut, da haben wir das, sag ich mal, erledigt. Aber wir können immer noch keinen Hebel herstellen, oder? Ich weiß ja nicht mal, aus was der Hebel besteht. Holz, Metall. Ein Stein. Gut, nehmen. 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 Achso, den kann ich nicht auseinandernehmen. Dann können wir jetzt hier herstellen, wahrscheinlich gehen. Da zerlegen wir das Ding. Zerlegen. Metall fehlen uns jetzt aber noch. Paar Dinge. Also Holz hätten wir schon mal. Stein brauchen wir dann noch. Das ist echt gar nicht so einfach, bin ich ehrlich.
Das ist wahrscheinlich die Wartezeit, ne? Was sagt der Plan? Okay. Den Tag haben wir heute. Das ist dann morgen. Öffne den Brief. Sie kennen mich nicht, aber Ihre Ambitionen sind mir aufgefallen. Sie sind eine interessante Person, Mr. Prepper. Und es gibt heutzutage nicht viele interessante Leute in dieser Stadt. Ich weiß, dass Ihr kleiner Roadtrip nicht gerade gut gelaufen ist. Zu schade. Aber wenn ich etwas vorschlagen darf, gehen Sie hoch hinaus und bleiben Sie nicht nur auf dem Landweg. Ich habe Ihnen etwas angehängt, was Sie eventuell nützlich finden könnten. Es ist ein bewährtes Design. Es klingt verrückt, aber ich bin mir sicher, dass Sie es schaffen können, Mr. Prepper. Und keine Sorge, deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Du kannst bald etwas Fanpost von mir erwarten. Mit freundlichen Grüßen, der Minuteman. Wow. Wow, sehr schön. Interessant, ich kenne diesen Typen nicht, aber er scheint hilfreich zu sein. Vielleicht hat er noch interessantere Sachen zum Teilen. Vielleicht will er handeln? Fragezeichen. Ja, wer weiß, ne? Ich wollte nochmal die Bedienungsanleitung anschauen, lesen. Ja, ja, ist gut, alles gut, ich hab's verstanden. Gut, dann gehen wir einmal schlafen. Dann wird das Spiel auch hauptgespeichert, sag ich mal. Jetzt haben wir Samstag. Dienstag ist erst wieder die nächste Untersuchung. Also Inspektion von unserem lieben Freund da, ne? Ach ja. Ist schon eigentlich ein ganz geiles Game. Man muss halt wirklich nur wissen, wie man so die Materialien und so etc. etc. anschafft. So ist es halt anfangs wirklich wahrscheinlich noch schwer, finde ich. Und es ist halt auch wirklich viel mit Geklicke. Eine Suppe, Essen. Blaubeeren hätten wir auch noch. Essen wir auch noch ein paar. Das nehmen wir dann quasi als ein kleines Frühstück. Abholen, inspizieren, bewässern. Achso, das kann ich schon enden. Bewässern, bewässern. Oh, das kann ich auch schon enden. Sehr schön. Nice. Schnell pflanzen. Bewässern. Richtig geil. So, was kommt jetzt? Ach so. Nice, da habe ich es doch genau richtig bestellt. Oh, gehen wir jetzt auf Herstellen? Zack. Und gehen jetzt auf Zerlegen. Jetzt brauchen wir nur noch Stein. Wo kriege ich den blöden
verblödeten Steine. Das ist jetzt die dumme Frage. Hier müssen wir irgendwann später wieder einkaufen. Irgendwann mal wieder. Holz, Metall, Stoff, Erde. Nein. Buch. Ich brauche irgendwas mit Stein, aber ich weiß nicht, wo ich den herkriege. Wirklich jetzt mal, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wo ich den herkriege. So. Ich kann mir vorstellen, dass man halt hier Stein kriegt. Kann ich mir vorstellen. Erde. So, scheiße. Ja, das wird echt noch lustig, ne? Jetzt können wir hier handeln gehen. Und sagen bei Sergey. Wahrscheinlich. Aber ich brauche Stein. Auch Gestein. Krieg ich das im Wald oder so? Ich habe ja keine Ahnung.
Wie viel Gestein her? Wo krieg ich Stein her? Das ist jetzt echt so meine Frage, weil... Ja, Club. Alles, was die Wildnis im Morika will zu bieten hat, frisches Fleisch von verschiedensten Tieren aus freier Wildbahn und ethisch korrekt geschossen. Wenn, falls Sie selbst jagen wollen, ich biete eine große Auswahl an Fallen und Kräutern. Eine lokale Jägerin. Ich sollte mir mal ihre Sachen anschauen. Die Wölfe. Boah, geht Alarm. Ah ja, gehen wir nicht schon in den Sack, Kollege. Schön, nice. 30 mal Geld, geil. Also die kriege ich wohl auch noch. Ah, okay. Da kriege ich dann noch quasi das Fleisch her. Verstehe. Hallo, Mr. Pfeiffer. Hoffentlich haben Sie heute noch gute Nachrichten in der Post. Hey, Chico. So, ich kann auch auf dem Sofa pennen. So. Auch gut. Wisst ihr, wie ich mir vorkomme? Ich komme mir vor, wie bei den Sims. Das ist alles aus Metall. Werde ich hier wahrscheinlich nichts finden oder sowas aus Stein ist, oder? Komm wieder? Junge.
Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ich fühlen Sie sich von meinem Geschenk inspiriert. Ich würde Ihnen gern ein Angebot unterbreiten. Und zwar möchte ich gern einen kleinen Austausch zwischen uns starten. Hin und wieder werde ich Ihnen einen Brief oder ein Paket mit nützlichen Informationen oder Gegenständen schicken. Da Zugriff auf eher seltener Vorräte und Quellen habe. Jedoch gibt es Dinge, an die ich nur schwer herankomme. Und hier ist es, wo ich Ihre Hilfe brauche. Sie könnten mir Dinge bringen, als würden Sie auf dem lokalen Markt handeln. Ich bin mir sicher, Sie schaffen das schon. Als Eisbrecher hatte ich gern erst einmal ein Glas Blaubeermarmelade. Ernst? Oh, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Okay, das war die Nachricht. So. Gehen wir einmal schlafen. Ist ja wichtig, ne, in den Game. Gut. Dann würde ich sagen, schlafen wir noch die Runde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Abonnieren nicht vergessen, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ciao, ciao.